So, nur mal zur Info. Laut Wetterbericht soll es halt die nächsten Wochen verdammt trocken bleiben. Man vergleicht schon mit der Trockenheit von 2003. Ich sag mir, wie es heute momentan bei uns ausschaut. Nach mittlerweile knapp nur bloß 14 Tagen. Da schaut es nämlich jetzt schon mehr als staubig aus. Das ist hier Standard auf den Feldern, auf den Wegen, überall. Nochmal. So schaut sie überall aus. Staubig hoch 3. So Leute, immer noch. Ja, 5,8. Je nachdem, wie es halt ist, er hat einen Schatten selber drauf geworfen. Also knapp 6 UVI und das um 17.03 Uhr. Und zwar immer noch am 16. Juli 2013. Schauen wir uns mal um, wie der Himmel ausschaut, wie es die Moderatoren im Radio heute gesagt haben, auch die Wettermoderatoren. Es ist ein fantastisches Biergartenwetter. Jo, das ist die eine Seite, kann man nicht meckern. Oh, ab da oben. Ja, man sieht so gut wie keine natürlichen Wolken, eigentlich gar keine. Was man allerdings gesehen hat im Laufe des Vormittagsmittags bis jetzt, ist der Scheiß da hinten. Da kann ich sagen, das Zeug ist zu 100% aus Flugzeughinterlassenschaften entstanden. Das war heute nachweislich mehr als genug. Also da ist nichts natürlichen Ursprungs. Was auch Fakt ist, ist die extreme Trockenheit und Hitze. Also heute waren es mal gut 33 Grad im Schatten. Wir haben jetzt seit knapp 3 Stunden 5% Luftfeuchtigkeit. Ihr habt richtig gehört. Und wer uns kennt oder mich kennt, der weiß, dass unsere Wetterstation ungefähr 4 Meter über dem Wasser ist. Das heißt, darunter schließt ein Wasserkanal, ja, und dann 5% Luftfeuchtigkeit, cool, ne? Wenn man sich dann die Wetterballondaten anschaut, wird man heute ebenfalls überrascht sein. Zumindest schon am frühen Morgen heute, um 6 Uhr oder ein bisschen später halt dann konnte man feststellen, dass der Wetterballon Daten rausschmeißt, dass die Luftfeuchtigkeit sich extrem nach oben gezogen hat. Da fängt es erst an, unter 10% zu gehen, so ab 13,5, 14.000 Meter Höhe. Das ist eigentlich selten. Normal ist so ab 11,5, 12.000 Meter schon Richtung unterhalb 10, 5% Luftfeuchtigkeit. Ja, heute ist halt mal nach oben. Dafür ist halt hier unten die Luftfeuchtigkeit knapp. Und wenn man dann noch bedenkt, die Prognosen der Wetterleute, jeder wird sich daran erinnern, hoffentlich, wer es verfolgt hat, das Gekaspere um den Siebenschläfertag, wo es hieß durchwachsenes Wetter und 7 Wochen dann so Mistwetter, wenig Chancen für einen Sommer, normal. Ja, und jetzt hat sie plötzlich 180 Grad gedreht. Das heißt, jetzt heißt es plötzlich heute aktuell, man vergleicht bereits die kommenden Tage und Wochen mit der Trockenheit von 2003. Wer alt genug ist, wird wissen, dass der Rhein nur noch ein Rinnsal war. Man konnte bis Richtung Mitte laufen vom Rhein, stellenweise. Und genauso vergleicht man es heuer, sprich jetzt, für die nächsten Tage und Wochen. Da gibt es angeblich keine andere Änderung. Jo, da kommt der Vorder auf, ne? Erstes Hochwasser, Jahrtausendhochwasser, Überschwemmung en masse, dann Mückenplage, jetzt extreme Trockenheit. Ich glaube, jeder Landwirt hat seine helle Freude daran, sofern er noch landwirtschaftlich Überlebenschancen hatte. So wie hier. Jo, das soll es gewesen sein auf die Kürze. Vielleicht nochmal an der südlichen Spielwiese. Mal schauen. Ansonsten euch schönen Abend noch im Biergarten oder sonst wo. Reiner Zufall.
So, da war der Akku leer. Also war das Video für die Katz. Mücken verschwindet hier. Ich habe keinen Bock drauf. Südliche Spielwiese im schattigen Wäldchen. Damit es mir nicht ganz warm ist, dafür hier mehr Mücken und Bremsen. Das passt mir erst recht nicht, aber ist egal. Was ich sagen wollte ist, viele haben sich jetzt momentan geäußert um und dran, auch bei anderen Usern, was denn wohl den Himmel so weiß färbt, wieso kein strahlendes Blau mehr da ist, sondern so milchiges Blau, bayerisch Blau halt. Und ich habe oft genug dazu geschrieben, was ich nochmal sagen tue jetzt. Ihr könnt euch aussuchen zwischen hauptsächlich Titanweiß und Zinkweiß. Das habe ich massivst in den atmosphärischen Luftfeuchtigkeitsproben drin unter dem Mikroskop. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ab und zu sogar auch, man kann sagen, Bleiweiß. Da Bleikomponenten vorhanden sind, das würde auch sehr gut passen dazu, aber eher seltener. Überwiegend tut halt 50-50 Titanweiß und Zinkweiß. Ebenso die letzten zwei Tage und die letzten zwei Nachtproben. Jo, wenn ihr mal googeln wollt, aus was Titanweiß besteht, aus was Zinkweiß besteht, Zinkweiß ist halt Komponenten aus Zinkoxid. Und wenn man immer auf die gesundheitlichen Aspekte schauen möchte, was passiert, wenn man chronischer Dauerbelastung von Zink-Nanopartikeln oder Zink überhaupt ausgesetzt ist, wenn man zu viel davon ansammelt, und das Zeug sammelt sich ziemlich schnell an, dann gibt es halt dieses sogenannte Zinkfieber, aufgrund der toxischen Reaktionen, die im Körper dann passiert halt. Das heißt, Zinkfieber ist meistens Symptomatik, dass man halt Erkältungssymptome hat. Meistens so im Schnitt 3 Tage andauerndes hohes Fieber, was dann wieder abklingt. Aber die Gefahr besteht dadurch durch die Hydrierung, Dehydrierung des Körpers. Wenn man dann das kombiniert mit diesem Wetter momentan, wo wir hier jetzt schon seit über 3 Stunden 5% Luftfeuchtigkeit haben und das wird sich garantiert die nächsten Tage und Wochen kontinuierlich fortsetzen, dann halt in der Exposition etwas länger. Das heißt, dass man dann so am Schnitt ab 12, 1 ungefähr mittags 5% Luftfeuchtigkeit erreicht haben, hier am Boden. Und sich das dann bis im Schnitt, wie ich vom letzten Jahr her ausgehe, bis 16, 17 Uhr locker fortsetzen kann. Teilweise sogar länger. Jo. Dann könnt ihr euch vorstellen, was gesundheitlich euch blüht, wenn das Wetter hier ein paar Wochen so anhalten sollte, wie es prognostiziert wird. 2003 des Grüßen, das wird kein Zuckerschlecken. Nicht nur für die Landwirte, Landwirtschaft überhaupt, Gärtnerei etc., sondern vor allem Stresssituation für die Gesundheit pur. Und erst recht die Kinder. Denkt an die Kinder, versucht euch ausreichend mit frischem Wasser. Mineralwasser wäre nicht verkehrt, da scheiden sich aber auch die Geister. Tee ist noch besser, leichten Tee, am besten ungesüßt. Und davon am Tag nicht zu knapp. Lasst die ganzen Süßigkeiten weg, wie Limo oder Frucade oder Cola oder den ganzen Scheiß. Das ist Gift, doppelt Gift für den Körper dann, wenn das wirklich so trocken bleiben sollte. Da macht es euch schneller den Garaus, als wenn ihr Wasser trinkt oder Tee. Jo, das sind kurze Sache dazu. Euch noch einen schönen Abend im Biergarten oder sonst wo. Ich seh Menschen, die ihr ganzes Leben lang kein Glück haben, werden irgendwelche Wicks, aber Jan dann mitfahren. Scheiß Arschlöcher, die immer riesen Erfolg haben, nicht lang warten, Schandtaten, auf die sie noch stolz waren. Sie Leute, die hart arbeiten, doch sie zu etwas bringen werden. Menschen ohne jede Chance, weil sie schon als Kind sterben. Menschen, die Verbrechen begangen, weil sie in Not waren. Menschen, die ihr ganzes Leben lang auf den Tod warten. Ich seh Familien, die 2 Hälften gerissen werden. Leute, die nie aus ihrem schlechten Gewissen lernen. Leute, die Geld gegen Freunde eintauschen, wie mit Drogen, wie Crack. Ihre Träume verrauchen, ich seh falsche Leute, ihnen kann man nur äußerlich trauen. Ich seh Menschen, die Schwächere mit Fäusten verhauen. Andere Leute berauben, keine Freude in den Augen. Ich seh Leute, die die Seele an den Teufel verkaufen. Wenn ich blick, seh ich Lügen, Gewalt und Verrat. Und egal was vernimmt, es werden die Falschen bestraft. Denn jeder, der am Wasser davon mitkriegt, verdrängt ist. Und wohin ich blick, seh ich, es gibt nichts Gerechtes. Ungerechtigkeit, die uns täglich umgibt. Auch wenn man fragt, kriegen die scheinbar nur wenige mit. Jeden Tag aufs Neue, jeden Tag finde ich Ungerechtigkeit, wohin ich blick. Ich
Ich seh Menschen, die ihr Leben lang nicht glücklich werden. Angst haben, Angst zu haben, Angst davor, verrückt zu werden. Die Angst, Attacken, krankhaft machen, Schwangerschaften, die ganze Kraft mit handgepackten Hand. Sie sagen Angst, da kommt das Land verlassen. Und ich seh, wie Menschen Tiere ins KZ stecken, lebenslang foltern, damit sie ihren Speck essen. Wie Menschen riesengroße Massenmordmaschinen entwickeln, Tiere töten, niedertreten, ausbluten und sie zerstückeln. Doch niemand will es sehen, was draußen so geschieht, denn viele wollen es nicht wissen und dann glauben sie die Lügen. Aber darum werden sie weiter Blut von Tausenden vergießen. Also tut etwas, anstatt davor die Augen zu verschließen. Es ist traurig, aber diesen Weg geht fast keiner. Und wer ihn doch geht, steht allein da. Denn wohin ich blick, sind alle am Verdrängen. Weil's allen, den ich kenn, scheißegal ist und ich denk. Wohin ich blick, seh ich Lügen, Gewalt und Verrat. Und egal was vernimmt ist, werden die Falschen bestraft. Denn jeder, der am Wasser vor mit Krieg verdrängt ist. Und wohin ich blick, seh ich, es gibt nichts Gerechtes. Ungerechtigkeit, die uns täglich umgibt. Doch wenn man fragt, kriegen die scheinbar nur wenige mit. Jeden Tag aufs Neue, jeden Tag finde ich Ungerechtigkeit, wohin ich blick. Und nach außen hin führen alle ein zufriedenes Leben. Doch hinter der Fassade sieht man sie beten zu Gott. Und sie flehen, dass er sie endlich hört. Dass ihr Eigen Leiden bald enden wird. Ja, sie sind hinter der Fassade dem Selbstmord nah. So geht's vielen, sie sind auswechselbar. Sogar die, von denen man nur denkt, sie wären's nicht, sind es, wenn man tief in den Abgrund ihrer Seele blickt. Und trotzdem denkt nur immer jeder an dein Cash, man. Es kommt keiner, der sich abhebt, um die Fehler zu verbessern. Das ist menschliches Versagen bis ans Ende unserer Tage. Also stellt all diese Phrasen hier endlich mal in Frage. Und hört auf zu verdrängen, ihr wollt die Wahrheit nicht sehen. Verdammt, ihr seht nicht die Zeichen, denn ihr geht über Leichen. Und für viele ist der Ausweg, den sie finden, der Strick. Denn Lügen, Hass und Gleichgültigkeit, wohin ich nur blick. Wohin ich blick, seh ich Lügen, Gewalt und Verrat. Und egal was vernimmt ist, werden die Falschen bestraft. Denn jeder, der am Wasser vor mit Krieg verdrängt ist. Und wohin ich blick, seh ich, es gibt nichts Gerechtes. Ungerechtigkeit, die uns täglich umgibt. Doch wenn man fragt, kriegen die scheinbar nur wenige mit. Jeden Tag aufs Neue, jeden Tag finde ich Ungerechtigkeit, wohin ich blick. Going on scientific research down to earth. Stop
the paralysis, deductive analysis, test tubes and microbes, information explodes, fibers and samples, dying plants and animals, biotechno robot, nano cannibals, electrocontroller, symbiote parasites, remote control robot, UAV flies, implant the chips, pollinating our brains with an information drip that's so sick, it's way up in the sky. Why bother question? Breathe it in some more. You'll learn some lessons, bad for your health. The whole world knows, simply not question, we do what we're told. If the elites wanna kill us all, they be killing themselves. Having a ball, they will but they won't. They got an antidote, living underground, technologies to cope. How you like that? What you want? Looking back now, some things he could have done. Diet mending, bioelectric cleansing, living your life, tracking and trending. It's the information and complete control grid. It's what it's about, it's the way we live. Trying to have a rational conversation, all I end up with is mind manipulation. When we're living in a futuristic nation of tracking and tracing and techno celebration, take a thought for a minute as we take it to the limit. A testament to the human spirit. Is it inherent? Is it to be timid? Or to ask questions, reach wisdom, discernment. Oh, I need some sunshine. Oh. You think these wise guys don't modify weather? Dropping like flies, denying the weapons while they're flying by, widening the heavens. Spraying white streaks means sunshine's decreased. Why are they depriving me of vitamin D? Geoengineer the planet and life in the seas, coming from the government and corporate thieves. Politicians won't talk about the toxins in the air we're breathing, taking it in. The whole planet's living like a human aquarium, spraying us with this aluminum and barium. Perps out there, controlling the weather. Chemtrail police patrolling forever. Get some sun for real so the pineal can heal. It's the very best way how to keep it real. Oh, I need some sunshine.